Hallo zusammen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Annetta und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Heute habe ich für euch Glossy Box New Horizons Edition Unboxing. Habt ihr Interesse? Dann bleibt dran, viel Spaß beim Zuschauen. Im Januar Glossy Box kommt in zwei unterschiedliche Designs und ich erhalte das Schönste meiner Meinung nach. Ich bin ganz, ganz zufrieden mit diesen Farben und ja, es sieht super hübsch und schön aus. Schauen wir jetzt rein, aber was fühle ich? Es ist sehr, sehr leicht. Also, was finden wir dort? Ja, eine Überraschung. Schauen wir jetzt. Ich lasse diese Deckel hier, da können Sie alle Produkte noch sehen und der erste Blick in die Box, was sehen wir hier? Die ganze Farbe ist auch bei Schleifchen, bei dieser Broschüre, bei Papier. Sie folgen einfach und ziehen durch. Das finde ich wirklich auch schön und gut gemacht. Öffne ich Schleifchen und diese Broschüre mit Scan Me Code. Ich lese nicht durch. Wenn Sie Interesse haben, können Sie natürlich bei jemand anderem das schauen oder einfach selbst lesen und weiter Blick für alle Produkte. Ich sehe hier nicht viel, aber ich hoffe hier genau 5 Produkte sind. Normalerweise in Glossy Box zwischen 5 und 6 Produkten und pro Box zahle ich 12,50. Aber ich habe Jahr-Abo, das bedeutet natürlich, ich zahle jeden Monat 12,50. Ja, Jahr-Abo ist die günstigste Abo, aber Sie können natürlich einfach nur für ausprobieren, nur ein für einen Monat nehmen und das kostet 17,95 und der Link für Discount, für Rabatt findet in der Infobox. Sehr gerne können Sie natürlich diesen Link benutzen. Also fangen wir an. Und der erste Produkt ist von I Want You Naked Eye Serum. 3 Ampullen finden wir hier, ja, für 2 Milliliter. Das bedeutet, kann man natürlich sehr gut weiter ziehen. Ich meine, für Gesicht zum Beispiel auch brauchen. Ich weiß nicht, ob das unbedingt nur für diese kleine Unteraugenpartie, ja, irgendwie kreiert. Das kann sein, natürlich für Gesicht ist auch absolut in Ordnung. Aber ja, ich versuche und wir schauen, wie das wirklich gut funktioniert oder nicht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Sieht das so aus? Sieht interessant und sieht hochwertig aus. Dieses Produkt ist gar nicht billig. Genau diese 3 Ampullen kosten 39 Euro. Das finde ich schon krass, oder? Steht jetzt nicht, nein, Unterfeld. Aha, jetzt irgendwie steht. Nächstes Produkt ist Gua Sha. Gua Sha feiere ich nicht. Ich habe schon genug zu Hause, aber wenn es schon in Box ist, ja, kann ich weiterverwenden, kann ich als Geschenk jemand geben, kann ich einfach bei mir lassen. Von Marke Melusine, da bin ich nicht sicher. Melusine nennt es auch. Gua Sha Jade. Das soll genau aus Stein gemacht. Ja, das ist Stein. Ja, richtig. Schauen Sie bitte an. Es weiß, ja, Form wie Herz. Ich habe schon zu Hause, aber meine Form ist ein bisschen anders. Und ich benutze jeden Morgen mit Öl, für Gesichtöl und mache Massage. Mag ich sehr, sehr gerne. Und zweite Gua Sha aus Stein finde ich auch nicht schlecht. Kann leider Stein gebrochen werden, so das bedeutet, zweite Gua Sha einfach für mich dann lassen. Ich finde es wirklich cool, dass es nicht aus Plastik. Ich habe schon aus Plastik in Adventskalender bei Look Fantastic gefunden und das ist echt schade. Ja. Steht es? Ja, steht einfach so. Nächste Produkt von Nip und Farb Purify 75 ml Salicylic Fix Facial Scrub. Gamache, was das ist?
Cleansing Lotus Flower and Salicylic Infused Scrub. Wie habe ich so verstanden, aber keine Ahnung von wo, ist mit Vitamin E, Salicyloxid, Volcanic Rock Scrub. Also das ist chemische und auch mechanische Scrub, beide zusammen. Und soll man natürlich aufpassen, das ist erstens. Zweitens, was schreiben Sie hier? Gibt es Deutsch? Ja, gibt es auch Deutsch. Ich meine, ich kann ohne Problem natürlich Englisch lesen, aber nützt es? Glaub nicht. Also, hier ist so geschrieben, das muss man aufpassen mit Augenpartie natürlich, gründlich abspülen und nicht mehr. Wie lange darf man das auf der Haut lassen? Keine Information. Ja, dann vermutlich nicht mehr als ein paar Minuten. Und natürlich nachher SPF nicht vergessen zu benutzen. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Habe noch nicht benutzt und ja, ich würde gerne ausprobieren. Nächste Produkt ist von AC Nagellack in der Farbe In Good Taste. 850, die Farbe finde ich auch super schön, ich bin ganz zufrieden mit der Farbe. Ich habe wirklich Angst gehabt, dass ich bekomme irgendwie grün, blau, etwas, was ich gar nicht tragen kann. Aber diese Farbe finde ich schön. Ja. Ich mache Maniküre, das bedeutet natürlich für meine Nägel würde ich vermutlich nicht benutzen. Kann sein, ich einfach weiter als Geschenk gebe. Aber wir schauen. Und ganz der letzte Produkt haben wir schon vier. Ja, genau, vier. Es ist schon Abend, ich kann gar nicht kalkulieren. Ich sehe vier, aber ich kann gar nicht. Ja, ich meine, echt? Ich schaue und ich kann nicht kalkulieren bis vier. Der fünfte Produkt und das der letzte Produkt ist von Sasha Huan Scalp Shampoo 30 ml. Es ist echt klein, aber irgendwie süß, von Stockholm, von Schweden, not for sale, hier ist es not for sale geschrieben, also das ist einfach eine Probe, finde ich nicht so schön, ein Produkt, wo ist not for sale, in the box zu packen, ja, aber 30 ml auch nicht schlecht, ich würde ausprobieren, einfach nur, der duftet, wie es duftet, schwierig zu beschreiben, aber nicht schlecht. Ist ganz angenehm. Ja, ganz in Ordnung. Ich würde für meinen Mann geben, würde ich nicht benutzen. Sasha Huan ist nicht schlechte Marke, nicht schlechte Brand. Ja, aber irgendwie duftet es in so männliche Richtung. Das bedeutet für mich, es nicht so angenehm zu benutzen. Ja. Was haben wir hier? Was haben wir eigentlich hier gefunden? Nicht schlechte Produkte. Hat mir diese Box ja sehr gut gefallen. Das kann ich schon sagen. Ich würde gerne ausprobieren, habe noch nicht. Ampullen benutze ich sehr, sehr gerne für ganze Gesicht. Für Augen und Augenpartie habe ich noch nicht irgendwo gesehen. Das ist etwas Neues, etwas Besonderes natürlich. Gua Sha, ja, ist 50-50. Ich meine, ich freue mich nicht so besonders, aber als wirklich aus Stein, ja, freue ich mich. Nagellack, ja, weiter als Geschenk geben und für meinen Mann etwas auch ist dabei. Was denken Sie? Ich denke nicht schlecht. Und der Gesamtwert ist 90 Euro. Ja. Es ist schon ein bisschen höher als sonst und ich freue mich immer, wenn wir ein bisschen höheren Wert haben. Selbstverständlich der teuerste Produkt, diese Ampulle gewesen. Ja. Aber zum Glück, sie sind bei allen, sind dabei. Das ist schon gut. Also, ich danke mich fürs Zuschauen. Kurzes Video, aber mindestens pünktlich. Mindestens habe ich dieses Video genau im Januar gedreht. Ich weiß nicht, wann es kommt. Kommt es, kann sein im Februar. Es tut mir dann leid. Ich kann das einfach nicht so schnell bearbeiten, wie ich würde oder wie ich
gerne würde machen. Aber ja, war nicht schlecht. Ich habe mich sehr gefreut und ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bis bald. Tschüss.